Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowriot und ich begrüße euch zur 49. Episode dieses Fallout 4 Let's Plays. Wir sind gerade zu Hause, Headquarters, und haben ein kleines bisschen gecraftet, wirklich bloß ein kleines bisschen, da der Kleber hinten und vorne nicht gereicht hat. Gut, was machen wir jetzt? Wir haben die Möglichkeit, hier oben was abzugeben. Wir müssen nach Cambridge zum Polizeirevier und die Hauptmission würde uns nach Diamond City bringen. Was ist denn hier eigentlich mit der Oma in Sanctuary? War da eigentlich nicht auch noch irgendwas? Cambridge. Temperance Bluff. Okay. Mir war so, als wenn die Tante da, die Hellseherin mit dem dritten Auge. Jetzt, wenn die noch irgendwas wollte. Dem ist anscheinend nicht so. Gut, Waffen. So. Wieso haben wir hier eine Schufter 3? Achso, weil ich habe ja. Ich glaube, dieses 38er-Ding habe ich zu Hause gelassen. Okay, dann alle mal Info rücken. Du gehst auf die 3. Bist auf der 4. Da. Du gehst auf die 5. Gut, Granaten habe ich auf was liegt denn? Granate und Co. auf 7 und 8. Gut. Schnell mal umgeguckt. Ja, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich jetzt weiter auf Mission gehen? Ich glaube erstmal nicht. Was mich interessiert ist. Wie sieht's aus mit dem Wasserpegel hier an dieser Ausgrabungsstätte? Ach, ich muss dem Hund, muss ich sagen, dass er mitkommen soll. Dogmeat! Dogmeat! Komm her! Komm, Junge! Ja, es bewegt sich und es kommt. Okay. Ja, wir können auch mit Schnellreise hier zu dieser Ausgrabungsstelle. Ah, die war da eigentlich auch in der Nähe, oder? Einfach in der Richtung hier weiter. Tja, durch Schnellreise könnte man ja auch irgendwas verpassen. Und ich weiß nicht. Ich glaube, an dem Ding hier oben waren wir schon mal, oder? Nee. Und Klebeband. Da ist eine Hubblume. Oh. Machen wir doch einfach mal bum 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 hier auf automatisch. Die zweite oben buddelt sich ein. Torso schläft er. Na, raus hier. Okay. What? Oh, noch mehr. Haben wir? Anscheinend, ja. Fleisch vom Hund und ein Totenkopfhalstuch. Ah, wir haben ja schon eine Kette, oder? Hallo, bleib doch mal stehen. Oh, nee, habe ich die abgenommen aus Versehen. Okay. Psst. Dann schmück ich dich mal neu. Und zwar. Hundehalsband sollte das nicht.
Da auch sein. Totenkopf hältst du, okay. T. Was soll das? Warum macht das nicht? Doch, jetzt macht das. Gucke mal. Dann wollen wir mal versuchen, die Raider alle zu finden. Drei Schrotpatronen, eine doppelläufige Sturmgasmaske, Lederrüstung, rechte Bein und Gurtzeug. 38er Schlagring, Ampro, Lederrüstung. Also immer wenn er ein Plus hinter ist, heißt das, glaube ich, dass das besser ist als das, was ich aktuell trage. Glaube ich. Schrotpatron, Stempel, Wasser, Kapuze, Lederkombi. Was ist das hier? Ein Stück Holz. Ja, und die lagen hier einfach auf dem Boden, ohne Camp, ohne Feuerchen, ohne alles? Kann ich gar nicht glauben. Flaschenkürbis. Dann nehmen wir noch was zu essen mit, weil ihr braucht sie hier nicht mehr. Und machen uns weiter auf den Weg nach Osten. Dieses Klickgeräusch ist immer, wenn ich mit diesem FAT-System, mit dem Ding hier, na, raus, so die Gegend abscanne. Die Gegner sind teilweise nicht leicht zu sehen. Platz. Was raschelt hier noch? Und zwei Kisten mit einer Pampa. Zwei Mentals. Sind drei Mentals. Ist halt okay. Und anderen Kadaver hier lassen wir einfach. Wir haben hier noch mehr Wurfsrattenfleisch mittlerweile. Jo, und hier bei diesem Steinbruch, da haben wir vor nicht allzu langer Zeit einen Auftrag erfüllt und die Pumpe angeworfen. Und die Pumpe sollte hier diese Mine, diese Ausgrabungsstelle leer pumpen. Und ich vermute ja, dass man dann an irgendwas rankommt. Ja, nix da. Steht immer noch voll unter Wasser. Naja. Runtergehen mit dem Quatschen? Was sollte man mit dem Quatschen? Der wird einem auch nicht mehr sagen. Schon diese Satellitenstation. Kühlschrank. Leerer Kühlschrank. Gut, mal die Map. Wo geht's denn hier hin? Na, dann machen wir gleich 10 Pints. Wo wir hier schon im Dreh sind. Oh, ein Hund. Jetzt weggeschossen oder hat Doc mit ihm den Kopf weggebissen?
Hallo. Waren wohl zwei Götter, wa? Hat er zweimal Katsching gemacht. Oder? Täuscht das? Oh, whatever. Kinder, was ist denn hier los? Hallo. Was, ein Munitionsgrab? 50 Kugeln hier für so eine blöde Fliege? Na. Einmal. Ah, wo sind die anderen Leichen? So wertvoll gewesen sein. So, Ten Pains hier in die Richtung. Ah, hier waren wir auch schon mal auf diesem Schrottplatz. Oder? Ja. Denke schon, oder? Nicht sicher, weil ich hatte so ein kleines privates Spiel anfangs laufen und da war ich auf so einem Schrottplatz. Ach, Köter. Hallo. Nicht. Er hat einen Schraubenzieher am Bauch. Nee, also diesen Schrottplatz kenne ich noch nicht. Ja, ein toller Schrottplatz. Leuchtet jetzt Pilz an oder was? Da ist ein Pilz. Hm. Nicht für mich. Ah. Stimpack right away. Na gut, am Ende doch noch ein bisschen was gefunden, können wir beruhigt weitergehen. Vermutlich. Weg. Jo. Und wo wird die ballert? Tachchen Siedler. Hast du die Raider gefunden? Arsch getreten. Oh. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Okay. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja. Ach, guck mal. Prime, Flaschenkörper, Kampopistol. Und ohne Zwischenmenü. Also ich habe ihn bloß angesprochen mit E und war gleich hier im Handeln. Das ist ja kommod. Ansonsten erzählen wir mal so ein bisschen Lebensgeschichte.
So, eine Impro-Pistole, von denen ich glaube 10 Stück zu Hause habe. Kostet oder bringt 20 Mark. Wie viel hat denn der? Was bringt ein Schlagring? 10er. Ich sehe hier ja kein Geld drauf kommen irgendwie. Was ist da los? Wie kann ich alles von ihm nehmen, ohne dass mich das was kostet, oder was? Seh, 1618 Battle Caps, also wenn ich mit dem irgendwas handle. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Ach so, okay. Das ist einfach bloß. Ich nehme ihm irgendwas aus der Tasche und ihm ist das mehr oder weniger egal. Gut. Dann halt mal deine Impro, damit du nicht ganz unbewaffnet bist. Dann lassen wir doch gut sein. Was ist denn hier mit dir, Sila? Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Na gerne. Ja. Bringt mir alles nichts. Also würde ich mich jetzt nicht gut beifühlen, wenn ich den jetzt alle aus der Tasche nehme. Das wäre unhöflich. Gut, ich habe ihnen geholfen. Hat er selber auch einen gewissen Aufwand, aber mein Gott, das war ja meine freie Wahl. Und er hat mir auch einen 100er ergeben. Werkstatt. Und so wie das aussieht, kann ich jetzt hier auf der... Ah, okay. Jetzt hier in diesem Rahmen kann ich praktisch ernten. Naja. Könnt den wegmachen, aber ist ja deren Grill. Will den ja auch nicht. Die Möglichkeit nehmen wir zu essen. Was sicherlich ein ziemlicher Schwachsinn ist. Einfach mal ein bisschen hier sauber machen und Ressourcen einsammeln. Wer schießt da? Teilnehmer, okay, den braucht ihr wahrscheinlich. Dreirad, gibt's hier Kinder? Ne, gibt's keine Kinder. Weg. Schlaft ihr wohl? Mag sein, dass er hier badet. Du brauchst bald mal wieder neue Schuhe. Besorgen wir, wenn wir Kohlentrocken haben. War dieses laute Gespräch da jetzt eben ein Battle-Versuch? So, ich glaube nicht, dass er hier auf Toilette geht. Ihr habt ja so schön kuschelig hier. Und dann räume ich mal ein bisschen für euch auf. Nehme das Zeug hier mit. Ja, und dann hauen wir ab hier. Dann gucken wir mal hier ein bisschen in der Gegend rum. Also das Gebiet hier vor der Autobahn ist auch alles unerkundet.
Und ich finde, das wird nicht richtig. Also ich bin der Meinung, wir sollten wissen, was hier los ist. Schiene. Oh, Zug entgleist. Da ist unten Haus. Episode hier diesen Bereich ein bisschen erkunden. Hinten erscheint auch irgendein Dach zu sein, oder? Ist das ein Dach oder? Schwer zu erkennen. Kriegen wir raus. Nächste Episode, verspreche ich euch. Gut, Leute, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder vorbeiklickt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mir auch super helfen. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt ja bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.